If you say run, I'll run with you. If you say hi, we'll hide. Hide, hide, hide. Cause my love for you would break my heart in two. If you should fall. Hallo und herzlich willkommen bei Kanal 21 Backstage. Im Moment mal wieder ein bisschen außer der Reihe, denn normalerweise ist es ja so, dass wir diese Aufzeichnung des Backstages direkt im Kontext des Konzertes machen. Das ist heute mal ein bisschen anders, denn wir hatten hier Ende Februar die Big Band der Von-Bodelschwingh-Schulen zu Gast. Und das haben wir hinten, das ist so 100 Meter weiter von hier in der Kuxhalle aufgezeichnet, das Konzert. Den ersten Teil des Konzertes, den konnten Sie schon sehen bei Enervision. Und jetzt sind wir hier mit dem zweiten Teil. Und bei mir, da sind Ruben, Noah und Jonte. Also, ihr drei habt hier vor ein paar Tagen, wie gesagt, das Konzert gespielt. Und es ist ja so, dass es so gelaufen ist, dass ihr das zum zweiten Mal hier gemacht habt. Ja, das erste Mal fand ich es auf jeden Fall auch schon sehr beeindruckend, dass man einfach das mal zur Verfügung hat, also dass man das mal machen konnte, mit Kameras einfach mal aufnehmen. Und diesmal fand ich das sehr interessant, dass wir halt auch Tänzer und Orchester auch dabei hatten und somit halt ein viel größeres und abwechslungsreicheres Programm halt ja, spielen konnten. Also mir hat es auch unendlich viel Spaß gemacht, was ihr da insgesamt auf die Bühne gebracht habt, was mich dazu führt, ihr macht das ja quasi im Unterricht. Ja, also in den Unterrichtsstunden an und für sich passiert da eigentlich nicht sehr viel. Also wir haben außerhalb der normalen Schulzeiten halt Proben, mittags, nach der Schule in der Regel. Im Musik-LK, also Ruben ist selber im Musik-LK, das bin ich jetzt selber nicht. Da ist es halt so, dass es natürlich ein bisschen Wissen gibt, was da grundsätzlich zum Unterricht dazugehört, was man bestimmt in der Big Band auch anwenden kann. Aber an und für sich die Proben von den Sachen und so, die laufen nicht während der Schulzeit ab. Ihr hattet auch einen Auftritt zwischenzeitlich in Paris, also auch da seid ihr mehrere Tage beieinander. Ist das was, was wirklich dann auch noch Spaß macht oder ist es echte Schularbeit? Ja, nee, also es ist auf jeden Fall, also ich selber sehe es als Freizeit, ich glaube den anderen geht das auch so, wir machen das fast alle als Hobby. Und ja, wenn wir halt ein Probenwochenende haben, dann ist es halt schon so, dass es in einer Art Workshops aufgeteilt ist, dass halt jede, also die Blechbläser, die Rhythmusgruppe und die Saxophone beispielsweise haben halt eigene Gruppen. Und ja, wenn wir dann nach Paris fahren, sind wir in der Regel 5 Tage unterwegs, wo dann halt zwischendrin sehr viele Proben sind. Da kann es dann auch mal auf so einem Probenwochenende auch mal vorkommen, dass man dann mal irgendwie 6 Stunden am Tag am Proben ist. Macht aber in der Regel auch immer durchgehend Spaß und ja, am Ende davon steht dann meistens halt ein Konzert. So. Was ich besonders finde, ist, ihr seid die Schüler und dann sind aber auch Lehrer mit, also einerseits proben die mit euch, aber andererseits sind die auch Teil des Orchesters, die sind auch Mitmusiker. Jonte, an dich die Frage, funktioniert das denn? Ihr seid dann miteinander Musiker und dann derselbe Lehrer, den hast du dann hinterher im Unterricht, der muss dir Noten geben. Ist das nicht ein Verhältnis, was überhaupt gar nicht geht? Doch, das finde ich schon. Also ich habe jetzt selber nicht bei Martin Unterricht, also bei Herr Gente-Johann. Aber also in der Big Band finde ich, dann ist es auch eher ein besseres Verhältnis als zu den Lehrern. Also wenn man miteinander musiziert, dann finde ich, hat man irgendwie eine bessere Sympathie. Dieses Mal hast du im Grunde genommen einen riesigen Auftritt auch gehabt. Du warst der Sänger von David Bowie Songs. Hast du vorher irgendeinen Bezug zu David Bowie gehabt? Hat dir David Bowie jemals was bedeutet? Ja, nicht so. Also ich habe mir natürlich dann vorher die Lieder auf YouTube angehört. Und aber also vorher hatte ich jetzt nicht so wirklich was mit dem zu tun. Und ist das Musik, die dir gefällt? Also als ich es gesungen habe und als ich es gehört habe, fand ich das schon interessant und auch gut zu hören, fand ich schon. Ja. Komm noch mal zurück zu dem Verhältnis Schule. Was bedeutet Kultur in Schule? Ist jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber es gibt naturwissenschaftliche Gymnasien und sowas alles. Bei euch an den Friedrich-von-Bodelschwingh-Schulen ist eben dieser Schwerpunkt, selber aktiv Musik gestalten, kreativ zu sein. Ist das was, wo ihr sagt, das ist ein Schulkonzept, da stehen wir hundertprozentig hinter? Dass man halt ja, dort erlernt, wie Musik funktioniert, ist eigentlich ziemlich gut. Und dass wir es auch dann praktisch in der Big Band halt machen können, sehr, ja, sehr empfehlenswert für andere Schulen eigentlich schon. Ich habe mitgekriegt, kurz bevor dann die David Bowie-Sequenzen kamen, dann waren die Tänzerinnen noch hinter der Bühne und dann wurde Jonte schon angekündigt. Und dann die ganzen Tänzerinnen, Jonte, Jonte, jubelten dir also quasi zu von hinten. Ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast oder so. Also auch sozusagen untereinander ist es so, dass man sich gegenseitig bejubelt. Also du hast eben die externe Anerkennung. Also das ist schon eine ganz besondere Stimmung zwischen euch insgesamt. Ja, wir sind ja auch alle ganz gut befreundet. Und dann, ja, also das ist schon eine gute Stimmung, ja. Also, diese gute Stimmung, die kommt hoffentlich auch im Fernsehkonzert drüber, was wir jetzt gleich sehen im zweiten Teil. Da seht ihr dann eben auch, wie Jonte David Bowie singt. Also, viel Spaß beim Fernsehkonzert mit der Big Band der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schulen.